Zu Hause ist er im Fränkischen, doch bei seinen Arbeiten hat er einen weiten Horizont. Gerhard Riesbeck, 55 Jahre alt, lebt mit seiner Familie in Bad Windsheim. Auf seinen Bildern zieht es ihn zu den Extremen. Island, Grönland, Arktis, Antarktis. Und in seiner Fantasie reist er für seine aktuelle Ausstellung sogar bis zum Mond. Es interessiert mich die Vorstellung, ich könnte als Maler und auch natürlich als quasi als Tourist dort umherlaufen und die Erfahrungen, die ich in der Arktis sammle, wenn ich wandern bin, alleine oder bloß mit einem Begleiter oder so, dass ich die dort noch verstärkt erleben könnte, allein als Entdecker quasi unterwegs zu sein. Der Meisterschüler der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg sammelt seine Ideen bei Reisen, zum Beispiel nach Grönland. Also ich konnte vom Fenster aus direkt die Eisberge treiben sehen und den Wind heulen hören. Die Häuser dort in Grönland sind eben wie in Skandinavien üblich sehr bunt gemalt, auch damit man sie im Schnee entdecken kann. Und meine Vorstellung war, wenn ich dort auf Dauer wäre, mein Haus des Malers dort hätte, dann müssten meine Farben natürlich die Außenhülle bilden. Behausungen und Landschaften faszinieren ihn seit jeher, auch wenn er kein klassischer Landschaftsmaler ist, denn er malt seine Bilder im Atelier. Also ich bin erstmal am liebsten in der Natur selbstständig unterwegs, das heißt mit Rucksack und Zelt. Dann passt da natürlich nur ein Skizzenbuch rein, also möglichst kompaktes Kunstmaterial. Und dann ist ein Foto auch immer dabei und ich schreibe auch immer Tagebuch. Also habe ich eigentlich drei Quellen, die dann für die Arbeit im Atelier, wo dann die Leinwandbilder entstehen, nutzbar gemacht werden. Gerhard Riesbeck interessiert die Darstellung von Raum und Architektur. Und natürlich begeistern den Sohn eines Pfarrers auch Kirchen. Doch die Kunst und die Künstler haben es heute nicht leicht mit den Kirchen und Gemeinden, so Riesbeck. Für die Christuskirche Ebern in Oberfranken malte er 2014 das Deckengemälde Dornenkrone mit Luftballons. Das, was früher mal möglich war, in Bildern auszudrücken, in mittelalterlichen Kirchen, was da an Bilderreichtum und auch an Zumutungen, an optischen Zumutungen geboten wird, das wäre heute kaum noch einem Kirchenvorstand zuzumuten. Die würden einfach sagen, na, wir wollen keine Folterszenen in der Kirche haben, aber jede Kreuzigung ist eine Folterszene. Und von daher haben es die Bilder schwer. Ich halte sie für unglaublich wichtig und für eine zentrale visuelle Informationsquelle und Botschaftsquelle. Aber die Kirche hat sich da und die Kirche und die Kunst haben sich da sehr weit auseinanderentwickelt. Doch er lässt nicht locker, will Kirchen gestalten. Sein nächstes Projekt ist jedoch das frühere Kino von Bad Windsheim. Das ehemalige Kino wird uns zwar fehlen, aber ich werde versuchen, die kulturelle Nutzung fortzusetzen. Ich werde das als Atelier, Arbeitsraum, Lagerraum und auch als Präsentationsraum nehmen. Gerade hat er den Kunstpreis der Evangelischen Landeskirche bekommen. Er wird der Kirche kritisch verbunden bleiben. Die Stadtkirche St. Kilian ist in Sichtweite seines neuen Ateliers.